Wir brauchen einen noch längeren Weg. Toll, oder? Da. Wir können noch ein paar Mal versuchen, wenn ich nur noch einen Zorntrank habe. Zorntrank ist nur... ist nicht zwangsweise notwendig. 10% mehr Schaden, ja, aber... jetzt nicht allzu hardcore. Das einzige Problem ist, unser Fremdenführer muss wieder respawnen. Und wir brauchen wieder so einen Dämon. Müssen wir die Augen offen halten nach dem Vieh. Während wir halt jetzt erstmal die Plattform weiterbauen. Ich hätte echt... Ja gut, im Normal Mode wäre der... Ich denke mal, der wäre hier vorne so ungefähr gestorben. Ich weiß ja nicht, ob er unter 3000 Leben war. War auf jeden Fall knapp. Leider. Ach man ey. Fast First Try geschafft. Das Problem ist zum Teil auch einfach, ich bin noch nicht so richtig an der Flugreichweite von den Schuhen gewohnt. Die erscheint mir tatsächlich ein bisschen kurz. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir diesen komischen Ballon von der Himmelsinsel nicht haben. Ich würde die Reichweite noch mal ein bisschen erhöhen. Man weiß es nicht. Das wird auch nicht reichen, ne? Wir sind irgendwo noch weiter rechts gestorben. Es könnte vielleicht reichen. Es könnte reichen. Wenn man bedenkt, ich musste hier die ganze Zeit diese Akrobatik-Einlagen hinlegen. Ich meine, zur Not können wir hier ja immer noch abbauen. So ist es ja nicht. Ich möchte das halt nur gerne vermeiden. Ja, früher hat man den Boss mit dem Mini-Hai besiegt. Er ist halt einfach nach hinten gelaufen und hat die ganze Zeit Piu 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 gemacht. Oh hey, hier ist Tim. Das ist tatsächlich ein Special Mob. Für den es eigentlich ein Achievement gibt. Dann halt nicht. Dann muss ich den Hut aufsetzen dafür. Könntet ihr euch bitte verziehen? Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz so, was ich falsch gemacht habe.
Fall, die was falsch gemacht haben, außer die Plattform nicht ganz zu lang gezogen zu haben. Ja, ich glaube, das einzige Problem war halt die Plattform. Was anderes würde mir so spontan halt echt nicht einfallen. Vielleicht habe ich nicht so genau getroffen oder... Vielleicht habe ich... Portrick der Schneiers angekommen. Oh, ich darf vielleicht auf jeden Fall nochmal hoch ein paar Häuser bauen. Ich darf vielleicht erstmal hoch meine Leiche wieder zusammenflicken. Lava tickt so unglaublich hart in diesem Spiel. Habe ich nicht, ne? Ja, das ist nicht so gut. Ich glaube, wir suchen uns noch eine Puppe. Hier oben bin ich repiert. Ah, hey. So, was, so eine Puppe. Brauchen wir schnell noch ein, zwei Räume. Dann versuchen wir es einfach noch schnell nochmal. Sehen wir, den Fluch war einsam. Das ist übrigens unser Charakter-Set, wir hier gerade anhaben. Finde ich nicht gut, dass du jetzt gespawnt bist. Das ist nämlich der alte Mann, den wir von Skeletrons Fluch erlöst haben. Habe ich ganz vergessen, dass der jetzt auch spawnt. So, sollte genug Holz sein. Entschuldigung, Hase. So, muss halt nur hoffen, dass der halt jetzt noch am heutigen Tage einzieht. Sonst müssen wir noch einen Tag warten und das fände ich nicht so cool. Hier für Höllenfledermäuse. So. Ich denke mal, für zwei Ebenen wird es reichen. So, das kann weg, die Eicheln können weg. Sollte die Pflanzen eventuell auch irgendwann mal abernten wieder. Irgendwann. Wenn ich Lust habe. Ja, wahrscheinlich eher, wenn ich es brauche. Huch. Soll ja schon gleichmäßig sein. Ich weiß, das ist ultra hässlich, was ich hier baue. Aber es soll, ja, das soll erstmal nur praktisch sein. Später können wir dann ruhig hoch. Der Greis wird wohl gerade angegriffen, der Schneider. So, ich könnte mir sonst nicht erklären, wer die ganzen Skelettköpfe schießt. So. So. Das Holz scheint noch gerade so zu reichen. Okay. Ob die Wände jetzt noch reichen? Das ist eine gute Frage. Ich mach das erstmal so, dass ich das Zimmer hier zumindest fertig habe. Sonst sollten wir eigentlich keine NPCs gerade kriegen können, glaube ich. Und einen Tisch. Und hier oben rein soll der Schmied.
Der Schmied, der Schneider. Aus Sicherheitsgründen fange ich dieses Zimmer auch nochmal an. Auch wenn es sehr wahrscheinlich nicht fertig wird. Wobei. Na, es wird wahrscheinlich knapp nicht reichen, genau. Wir werden on the go machen? Nö. Jetzt warten wir eigentlich nur noch, dass der Dude hier wieder einzieht. Der Herr Fremdenführer. Ich hoffe, der kann das überhaupt jetzt gerade noch. Nicht, dass es heißt, oh nee, geht erst morgen wieder. Ups. Upsi Daisy. Alles klar. So, was machen wir jetzt? So, gute Frage. Erstmal schnell stapeln. Und schnell stapeln. Harley, der Fremdenführer, ist eingetroffen. Guten Tag, du wirst sterben. So, wir können mal kurz gucken, ob das hier jetzt schon als Pilzbiom zählt. Ja, der Hintergrund hat sich geändert, also ist das hier nun offiziell ein Pilzbiom. Was ich sehr gut finde. Wo ist mein Hufeisen? Ich habe keine Lust, jetzt gerade so ein bisschen drauf aufzupassen. Inzwischen könnte ich mal ganz kurz was trinken. Entschuldigung. Aber meine Stimme wurde ein bisschen rau. So, das fand ich uncool von dir, Bro. Und er lebt sogar noch. Was soll das denn? So, ich werde mir den einen Buff noch holen können, dass ich noch einen Heinz holen kann. Aber was soll's. Du bist jetzt schon da? Hallo. So, wir wollen nach links laufen, auf jeden Fall. Machen wir uns schon ein bisschen buffen. Dich will ich wieder ausrüsten. Dich habe ich da, gut. Dann, lasset die Lauferei beginnen. Entsetzt. Ich weiß ja nicht, ob die. Ich glaube, die ganze Wand nimmt Schaden, oder? Egal, wo ich mich ziehe. Das klingt auf jeden Fall so. Aua, aua, aua. Oh, vor allem, aua, weißt du, drei Schaden. Oh nein, der Schaden. Hey, Jack ist da. Captain Jack Sparrow, wenn ich bitten darf. Das Problem an der Wand ist nicht, oh. Ich muss tatsächlich das, diesen Knoten selbst treffen. Okay. Problem an der Wand ist ja nicht den Schaden, den sie so macht mit ihren Schüssen, sondern ne?
Oh, wir haben sie noch besiegt. Alter. Puh. Das war knapp. Aber die uralten Geister des Lichts und der Finsternis wurden freigeschaltet. Oder auch mit anderen Worten, wir kommen im Hard Mode. Im Hard Modus des Expert Modus. Alter. Ich will hier erstmal raus. Lasst mich raus. Verriegelt die Türen. Alter, ey. Was kriegen wir? Wir kriegen das Siegel des Kriegers. Das Lasergewehr. Und den Pornhammer. Stark genug, um Dämonenaltäre zu zerstören. Genau das werden wir auch gleich machen. Was ist denn die Aufnahme? 1,15. Okay, das machen wir noch. Erhöht auch auf die Anzahl der Accessoire-Slots. Schmeiß mal weg, will ich nicht haben. Nein. Ja, jetzt können wir tatsächlich ein Accessoire mehr ausrüsten. Ja, ich würde sagen, den hier erstmal, oder? Erstmal. Das heißt natürlich, wir müssen die Wand öfters machen, damit wir das Beschwörersiegel bekommen. Aber jetzt werden wir erstmal eine wahrscheinlich sehr qualvolle Tour machen müssen. Rüber zum. Rüber zum. Corruption. Das Lasergewehr ist eigentlich nicht schlecht. Denn das Ganze hat jetzt natürlich auch ein paar neue Gegner freigesetzt. Da unten zum Beispiel die Geisterrüstung. Ah, guck mal, hier ist ein heiliges Biom. Das heißt, hier werden Einhörner und Feen spawnen. Oh, sind sie nicht schmerzhaft. Autsch. Und die Korruption und das Geisterbiom, das heilige Biom, verbreiten sich jetzt beide. Bis hin zu diesen Sonnenblumen oder Blöcken, die sie nicht umwandeln können. Das ist übrigens der Grund, warum links von unserem Haus jetzt Sonnenblumen stehen. Und das Ganze geht eigentlich relativ zügig. Deswegen Sonnenblumen stoppen das. Zumindest die Corruption. Und die Dschungelblöcke. Also wenn ihr... Oh, da ist ein Verderber. Der ist ein bisschen stärker als die normalen. Also wenn ihr nicht wollt, dass die, ne? Deine Welt wurde mit Palladium gesegnet. Mit Mithril. Mit Adamantit. Okay, wir haben Palladium, Mithril und Adamantit. Als neue Erze. Ja, guck mal, da ist ein giftiger Schleim. So, wir wollen natürlich nicht alle Altäre zerstören, aber je mehr wir zerstören, umso mehr Erze spawnen. Holy moly. Der Damage, ne? Möchte ich aber natürlich trotzdem noch zerstören. Weil je mehr wir zerstören, umso mehr Erz ist halt letztendlich da. Auch wenn ich ja gerade mehr oder weniger meinen Arsch riskiere. So, das Adamantit ist übrigens unser quasi Platin-Erz jetzt gerade. So, den einen da lasse ich damals zum Beispiel mal. Hey, eine Uhr. Ich möchte ja nichts sagen, ne?
Komm, gib mir das. Ich wollte das haben. Vorgehender Wecker. Immun gegen langsam. Okay. Eieiei. Das hätte auch gut nach hinten losgehen können. Hallo, Jack. Hast du Material? Nee. Das Wappen ist ein Material. Nämlich für das Rächer-Symbol. 12% erhöhter Schaden. Im Englischen heißt es Avenger Emblem. So. Alter. Der Plan. Immun gegen langsam und Verwirrung. Dreifach-Card. Okay. So, der Pixie-Staub ist für das heilige Wasser quasi. Stärkerer Trank. Ruft eine magische Fee herbei. Oder Seele des Lichts und Seele der Einsicht. Feenflügel, wir haben jetzt nämlich Zugriff auf Materialien. Hier, ihr seht das Flugs und sowas. Die uns ermöglichen, Flügel zu craften, mit denen wir teilweise fliegen können und keinen Sturzschaden mehr erleiden. Puh. So. Darum war ich nämlich auch so scharf auf die Höhlenforscher trinke, weil das wird mir gleich das Offscreen-Erzfarmen um einiges erleichtern. So. Weil wir jetzt bei über einer Stunde Aufnahmezeit jetzt sind, würde ich sagen, was ist mit dieser Aufnahme, mit dieser Folge? Ich hoffe, das Let's Play ist euch gefallen. Falls ja, Kommentare und Texte natürlich erwünscht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder im Hard-Mode, wo wir wahrscheinlich noch viel mehr auf die Fresse kriegen werden. Bis dann, also es zeigt einfach eine 6. Ciao.